Peter, schön, dass du heute mein Gast bist. Ich freue mich. Hallo Alexandra, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Wir kennen uns ja jetzt nicht direkt persönlich, aber du hast mir doch vor ein paar Tagen noch in dieser speziellen Zeit doch sehr charmant angeschrieben. Die einen würden sagen, hey, der Peter Bolliger, der traut sich was, der macht jetzt Akquise in Zeiten wie diesen. Genau. Ja, aber das, ich muss sagen, das hat mich sehr angesprochen, weil du hast dich sehr damit beschäftigt. Du warst auf meiner Website www.alexandralam.ch. Genau. Hast dir echt Gedanken gemacht, was man da noch verbessern könnte, dass man da gleich einmal ein Video online stellen kann, gleich einmal auf der Hauptseite. Und da sind wir ja schon auch bei dem Business, was du anbietest im Videobereich. Ich habe auch gesehen, du hast jetzt da einiges an neuem Equipment. Genau, also ich mache Video-Marketing für Personal Brands und für KMUs. Und ja, natürlich geht es dann auch immer darum, wieder reinvestieren ins Geschäft und wieder neues Equipment zu kaufen, um auch den Kunden die maximale Qualität bieten zu können. Klar. Ja, das eine ist so dieses Wissen, diese Technik, und dann kommt aber auch noch der andere Part dazu, oder? Mhm. Diese Leidenschaft, diese Begeisterung, diese Freude, diese positiven Emotionen, oder? Zumindest strahlst du das für mich so aus. Ja, vielen Dank, kann ich nur zurückgeben, aber es ist definitiv, ich glaube, auch etwas Wichtiges, wenn man sich auf Social Media nach außen zeigt, dass man ja auch eine gute Ausstrahlung nach außen hat, und da gebe ich mir natürlich auch immer Mühe und sicher ein wichtiger Punkt. Bist du jetzt mehr in der Schweiz fokussiert oder im Dachgebiet? Mhm. Normalerweise Schweizerdeutsch, hast jetzt gesagt, jetzt sprichst du Hochdeutsch, du möchtest mehrere Leute erreichen, was ja total verständlich ist. Mhm. Also ich habe auf LinkedIn und auf Instagram habe ich eigentlich das Ganze immer auch auf Hochdeutsch gemacht, weil ich wirklich viele Follower auch aus Deutschland hatte. Und jetzt habe ich auch tatsächlich einen Kunden, ist auch guter Freund von mir aus Frankfurt, und habe mir ein bisschen ein Netzwerk aufgebaut in Berlin und Frankfurt halt mit Freunden und engen Bekannten, und die verfolgen mich auch ein bisschen immer wieder, und dann aus diesem Grund habe ich auch das Ganze auf Hochdeutsch, also mache ich das Ganze jetzt auf Hochdeutsch, und ist weniger jetzt unbedingt, weil ich so viele Kunden in Deutschland habe, überhaupt nicht. Aber ich denke, es ist auch ein Riesenmarkt, und die Sprachgrenze ist ja nicht... Es ist schade, wenn man es auf Schweizerdeutsch macht und man halt auch mehr Leute erreichen kann auf Hochdeutsch. Also du bist da durchaus sehr anpassungsfähig. Du gehst genau. ein. Es muss einfach von der Wellenlänge her passen, oder? Ähnlich wie bei mir. Also ich denke, wenn die Beziehungsebene passt, die Wellenlänge passt, dann kann man wirklich Großartiges gemeinsam auch bewegen. Und ich denke, das ist gut, wenn man da eine gewisse Offenheit auch hat, ja. Genau. Ja. Und hast du gerade so ein aktuelles Projekt, von dem du erzählen möchtest? Also aktuell habe ich mehrere Projekte. Umso besser. Also es ist wirklich so, also was ein bisschen schade wäre, Stand jetzt wäre ich eigentlich in Afrika für ein Videoprojekt. Oh, genau, für eine Non-Profit-Organisation. Das wäre mega cool gewesen in Kinshasa, Kongo. Oh. Mussten wir jetzt leider zweimal verschieben und ist jetzt erst im Oktober geplant. Das ist ein bisschen schade natürlich, aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt eigentlich mehr Aufträge einfach aus anderen Nischen, sage ich mal. Mehr halt Personen, die zu der jetzigen Zeit sich halt mehr darauf fokussieren möchten, sich online zu repräsentieren, auch mit Videomarketing zu starten. Und das hat mir natürlich auch sehr in die Karten gespielt. Und ein Projekt, das ich jetzt gerade habe, sind weitere Videoprojekte für Personen, also zum Beispiel Makler, für eine Maklerin, die ich jetzt ein nächstes Video mache,
und für ein KMU. Genau, toll, ganz toll. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mein erstes Video online gestellt habe und es war vor knapp einem Jahr im Mai und es war so aufregend für mich. Ich habe gewusst, hey Alexandra, ich muss jetzt oder ich muss oder darf rausgehen, jetzt muss mich mehr sichtbar machen. Und ja, ich habe gewusst, Video ist wichtig und es war damals für mich extremst aufregend, ja. Und mittlerweile, ich glaube, man wächst wirklich mehr und mehr hinein, oder? Und Video ist einfach so hilfreich, damit die Menschen, ja, mehr Gefühl kriegen. Wer bist du? Wie tickst du? Was strahlst du aus? Ja, definitiv. Also Bildes hat wirklich mega viel Vertrauen auf. Jetzt im Gegensatz zu irgendwelchen Bildern oder Text. Wenn du halt wirklich eine Personenmarke aufbaust mit Videos, ist es wirklich so unglaublich stark, dass halt die Person muss dich zuvor noch nie gesehen haben, aber die kann dir schon sagen, wie du bist, wie du dich verhältst und die weiß schon auch persönlich, wie du tickst, was natürlich das Vertrauen ja stark verbessert und auch ja, so es einfacher macht, Leute, sagen wir, oder neue Kunden zu akquirieren, auch über die Social Medias. Das kann dann auch passieren, dass du dann auf einen Anlass bist oder auf ein Event bist und dann kommen die Leute schon so auf dich zu und du denkst, aha, ja, wir kennen uns ja gar nicht. Aber ja. Dann hast du so ein Vertrauen, oder? Das finde ich oft ganz amüsant, ja. Genau. Ja. Ja, definitiv, definitiv. Ja, wie können wir dich am besten erreichen? Über LinkedIn, hast du eine Website? Am besten erreichen, definitiv über LinkedIn. Also ich bin dort sehr aktiv. Man kann mich einfach anschreiben. Ja, oder über meine Webseite. Also einfach Polygam Media eingeben in Google. Dann sollte ich auch erscheinen. Und ja, das sind eigentlich so die zwei einfachsten Wege, um mit mir in Kontakt zu treten. Ja, du bist ja auch ein toller Netzwerker, hast mir ja jetzt auch einen Nachwuchsfotografen vermittelt, mit dem ich gerade vorher telefoniert habe, den Benjamin. Wie heißt du nochmal im Nachnamen? Dütschler. Genau, Dütschler, genau. Und ja, da bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt, was da noch passiert. Ja. Wir haben jetzt auch ein Shooting geplant und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir alle gemeinsam unsere Stärken nutzen. Jeder hat so seine eigenen Talente und Qualitäten und es ist toll, wenn man da so gemeinsam was bewegt und einfach seine Projekte fortsetzt. Genau. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und wünsche dir alles Gute, viel Erfolg bei deinen Projekten im unterschiedlichsten Bereich. Non-Profit, KMU, Makler, also ob Deutschland, ob Schweiz, also du bist sehr anpassungsfähig. Die Wellenlänge muss passen. Danke dir für das Interview. Sehr cool.